So, ich trinke jetzt wieder vermehrt Säfte zum Reinigen und jetzt habe ich hier ein kleines Experiment. Ja, ich mag Experimente. Und zwar habe ich hier einfach ganz normales Wiesengras. Man sieht hier noch ein paar braune Stellen. Ich habe das jetzt im Dunkeln abgeschnitten. Wenn ihr wollt, könnt ihr halt darauf achten, das besser abzuschneiden oder macht das hinterher. Oh, da war kurz die SD-Karte voll. Also wie gesagt, mir ist das jetzt egal gewesen, dass da halt so ein paar braune Stellen dran sind und jetzt gebe ich erstmal Quatsch, gefiltertes Wasser rein in den Mixer halt. Ach, das könnte schon zu viel gewesen sein. Dann mixe ich das erstmal so durch. Ein paar hole ich jetzt doch hier raus. Dann, also wenn man das alleine mixt, erstmal mit dem Grünzeug, besonders wenn man keinen Hochleistungsmixer hat, dann vermengt sich das besser insgesamt. Und dann habe ich hier noch Trauben, die ich hinzugeben werde. Kann man nicht sehen. Das sind süße kleine Trauben. Ja, und dann werde ich versuchen, das Ganze durch ein relativ feines Sieb zu geben. Und wenn das nicht funktioniert, muss ich das halt doch durch ein Küchentuch pressen. Und dann sehen wir uns gleich beim Geschmackstest. Das ist jetzt erstmal nur das reine oder der reine Grassaft mit dem Trester. Also es riecht schon sehr nach Heu, muss ich sagen. Und ich habe wirklich zu viel Wasser genommen. Deswegen schmeckt das jetzt recht neutral. Und jetzt gebe ich einfach mal die Trauben hinzu. So, der fertige Saft mit den Trauben ist dann natürlich etwas heller. Ich mag die Farbe sehr gerne. Und es schmeckt wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Aber man sollte auf jeden Fall halt sowas wie Apfel oder Traube oder Orange hinzugeben für den Geschmack. Alleine ist das jetzt nicht so doll. Vielleicht auch mit Möhre. Und ich habe jetzt da auch keine Probleme mit gehabt. Also bei den Brennnesseln momentan jetzt Ende Oktober ist es so, dass die ja, dass die mir nicht mehr so gut bekommen, die sind schon zu alt. Und beim Gras habe ich jetzt nichts gemerkt, also keine negativen Auswirkungen auf den Halsbereich, Rachenbereich oder sowas. Es ist ganz, 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 ganz leicht bitter. Aber wirklich nur sehr wenig, dass man es fast gar nicht merkt. Und ja, so kriegt man auch sein Chlorophyll, seine Mineralstoffe, seine Vitamine. Jetzt habe ich das erstmal hier fokussiert mit der Kamera. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie Gerstengras oder Weizengras, Dinkelgras. Ist die gleiche Gattung von den Süßgräsern. Und von daher ist das eigentlich mindestens genauso gut, finde ich sogar besser, weil es halt nicht gezüchtet ist oder nicht zu überzüchtet. Ich weiß ja nicht, ob der ganze Rasen, der existiert, irgendwie doch von einem Zuchtsamen aus sich besser verbreitet hat mittlerweile. Und der Urrasen oder sowas ausgestorben ist, keine Ahnung. Ja, meine Intention war halt wirklich jetzt hier mal Geld zu sparen und damit muss ich dann eigentlich, ja, kann ich eigentlich meinen ganzen Gemüsekonsum wieder komplett auf Null fahren eigentlich. Ich denke, dass ich, wenn ich halt Säfte trinke, dass ich dann halt öfters mit oder fast täglich mit Wiesengras einfach anmache sozusagen. Im Smoothie empfehle ich es nicht so, weil wir auch keine Wiederkäuer sind und die Ballaststoffe und sowas nicht so gut verdauen können, das nicht gut aufspalten können. Wenn man es entsaftet, dann ist es halt besser zu absorbieren. Ja, ich finde das eigentlich ziemlich genial, muss ich sagen, und das werde ich den Saft weiter mal trinken können. Bis dann!